So, Leute, wollt ihr jetzt den Schlafanzug sehen? Ich zeig den euch. Aber ich muss dazu mal meine Facecam irgendwie. Warum ist die so falsch rum, Alter? Die ist falsch rum. So. Okay, ich zeige euch jetzt den Schlafanzug. Was lacht ihr euch denn also kaputt, seit ich bin? So. Also. Wir kommen zum Schlafanzug, Leute. Den mir meine Freundin geschenkt hat. Also. Komm einmal zur Hose. Ne? Also hier oben steht jetzt nichts Besonderes drauf. Das ist einfach nur die Firma. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Hose. Mit der Nummer 7 natürlich. Guck mal, das ist ein richtiger... Das ist ein Kartoffelsack, Leute. Das ist ein Kartoffelsack. Das ist ein Kartoffelsack. Da steht mein Name drauf. Ja, nee. Könnt ihr das sehen? Sogar mit Apostroph Accent d'aigu. Seht ihr das hier? Apostroph Accent d'aigu. So. Hinten ist natürlich nichts. Aber Bruder, das ist einfach... Da kann ich mich dreimal reinlegen. Da kann ich mich dreimal rein... Guck mal, der ist elastisch. Der ist vom Stoff her sehr gut. Also wenn ich meinen eigenen rausbringe, der wird auf jeden Fall auch so einen Stoff haben wie der ungefähr. Der ist schön leicht, elastisch. Und jetzt kommt das Prachtexemplar, Leute. Das ist wirklich sehr geil. Natürlich auch in XXXL. Genau, Größe XXL ist auch das Oberteil. Guck mal hier von vorne. Erstmal dickes Juve-Logo drauf. Seht ihr das? Guck mal hier, Bruder. Das wäre ich so breit. Das wäre ich so Rashid Mahmoud. Guck mal hier. Ich bin ja nie und bin breit. Guckt euch das mal an. So. Und jetzt von hinten, Alter. Bester Schlafanzug ever. Seid mal ehrlich. Was ein Schlafanzug, Alter. Ey. Der ist schon geil, Leute, oder? Und der ist auch so bequem, ne? Guck mal, der ist so riesig, ne? Aber der ist elastisch. Seht ihr das? Der ist elastisch. Und der Stoff ist wirklich sehr gut. Baumwolle 100%? Nee. 96% Baumwolle. Da muss ich noch mit meiner Freundin reden, ey. Also ich trage nur 100%. Was soll das denn? Und 4% Spandex. Ich wollte aber 100% Baumwolle. Was soll das denn? Schwierig. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Schlafanzug. Ich hoffe, euch gefällt der. Ah, ich zieh den jetzt nicht an, Leute, ey. Soll ich anziehen? Soll ich anziehen oder nicht? Ey, komm, mach da jetzt nicht diese. Ich bin gerade hier im Liverpool-Outfit, ey. Von Liverpool auf Juve, ja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Soll ich ihn anziehen? Schreibt rein, ja oder nein? Mein Gott, dann zieh ich den an, ey, leck mich da am Arsch. Aber ist Typ bestimmt jetzt nicht hier, ey. Ich werde mich schön hier in der Ecke verstecken. So, mich gerade rumziehen, Leute. Darf ich natürlich nicht zeigen, denn sonst wird dieser Stream gesperrt. Vielleicht kann ich kurz meinen Kopf rausgucken lassen. Hallo. So, Moment. Jetzt können wir zum Oberteil. Oh, das ist so elastisch, praktisch gut, ne? Ohne Witz. Das ist ja wie Ritterschlafanzug. Nicht Rittersport, Ritterschlafanzug. Uff, schon geil, ne? Das ist schon stabil, ne? Das ist schon geil. Augenblick, Leute. Ich komme sofort. So, dann ziehen wir noch das hier an. Ah, haben wir. So. Haben wir Platz hier? Und jetzt für alle. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ah, ich bleib hängen am Schrank. Du! Bruder, bis Bauchnabel reingezogen. Kennt ihr diese Leute, die so rumlaufen, Alter? Kennt ihr die? Die so rumlaufen und Stress wollen? Bruder, was ist los mit dir? Stress? Die kommen so und die wollen Stress. Mucken auf, Bruder. Die machen den hier. Hör mir auf. So. Ja, natürlich trage ich den immer so, ne? Ganz locker elastisch. Seht ihr das? So ist geil. Passt es. Sieht geil aus. Ist auch nicht zu groß. Hinten ist natürlich der Chrissy drauf. Auf dem Dings mein Name. Und so muss das sein, ne? Elastisch, praktisch, gut. So. Ist schon stabil, Mann. Boah, der ist echt geil, Mann. Ohne Witz. Hätte ich nicht gedacht, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also ihr könnt wirklich alles machen damit. Seht ihr das? Das ist schon geil. Geil, geil, geil. Okay. Das wäre jetzt das Pack-Opening meines Schlafanzuges. Und jetzt geht's weiter mit FIFA. Kennt ihr diese Leute, die wirklich so rumlaufen, die haben Hose bis Bauchnabel? Was für Schleichwerbung, wofür denn, Leute? Ich krieg doch kein Geld dafür. Ja, ich wollte auch gerne meinen eigenen rausbringen, aber bisher gab es halt leider nicht das richtige Stoff dafür. Ich will nicht irgendeine Scheiße rausbringen, wisst ihr, wie ich meine?
Schlafanzug. Du bist ja, ich trage seit meiner Geburt jeden Tag fast, wenn ich schlafen gehe, Schlafanzug. Ist mehr oder weniger auch zu meinem Markenzeichen geworden, Leute. Und ich würde schon feiern, wenn mein Schlafanzug so eine Qualität hätte wie der. Weil der ist wirklich sehr, sehr geil. Ist im Winter nicht zu kalt, nicht zu kalt und im Sommer nicht zu warm. Der hat was. Der passt sich der Umgebung an. Ne? So,